Gut, damit bin ich live und heute machen wir mal einen Persönlichkeitstest, weil mir absolut nichts einfällt, wobei meine Wunschliste ist voll, aber ist ein anderes Thema. Ich habe Lust drauf, deswegen so. Gut, es fällt Ihnen schwer, sich anderen Menschen vorzustellen, das stimmt absolut. Sie verlieren sich oft sehr in Gedanken, dass sie ihre Umgebung ignorieren und vergessen. Ja, schon. Das passiert schon oft. Sie versuchen ihre Mails möglichst zeitnah zu beantworten und können einen unordentlichen Posteingang nicht ertragen. Das trifft sogar schon ziemlich zu, nur, keine Ahnung. Es fällt ihnen leicht, entspannt und fokussiert zu bleiben, selbst wenn sie unter ein wenig Druck stehen. Nein. Normalerweise beginnen sie keine Gespräche, stimmt absolut. Sie tun selten etwas, nur aus pure Neugier, das stimmt. So. Sie fühlen sich anderen Menschen überlegen, ne. Organisiert zu sein ist ihnen wichtiger als anpassungsfähig zu sein, ja, auf jeden Fall. Sie sind für gewöhnlich hochmotiviert und voller Energie. Das ist mal so, sag mal neutral. Es ist ihnen wichtig, dass niemand verärgert, als dass sie eine Debatte gewinnen, ja. Sie haben oft das Gefühl, dass sie sich gegenüber anderen rechtfertigen müssen. Nicht wirklich, aber manchmal schon. Ihre Umgebung daheim und am Arbeitsplatz ist ziemlich... Es macht ihnen nichts aus, im Mittelpunkt oder Aufmerksamkeit zu stehen. Nein. Sie halten sich eher für praktisch veranlagt als kreativ. Keine Ahnung. Beides nicht, lol. Andere schaffen es selten, sie zu verärgern. Das stimmt. Ihre Reisepläne sind normalerweise gut durchdacht, ja, würde ich schon sagen. Ich habe es auch noch nie gemacht, aber wird schon so sein. Es fällt ihnen oft schwer, die Gefühle von anderen nachzuempfinden. Uff, keine Ahnung. Neutrales Ding. Ihre Stimme kann sich... Bei einer Diskussion sollte die Wahrheit wichtiger sein als die wunden Punkte anderer, ja. Sie sorgen sich selten, wie sich ihre Taten auf andere auswirken. Nein. Die Arbeitsweise ähnelt eher willkürlichen Energieschüben als einen methodischen, organisierten Ansatz. Ja, sind sie oft dort neidisch schnell. Ein interessantes Buch oder ein Videospiel ist oft besser als eine Party oder Treffen mit anderen. Ja. Die Fähigkeit, einen Plan zu entwickeln und dabei zu bleiben, ist der wichtigste Teil von jedem Programm. Die Fähigkeit, einen Plan zu entwickeln und dabei zu bleiben. Ja. Sie finden sich oft in Tagträumen wieder, wenn sie in der Natur unterwegs sind. Jo, ab und zu. Naja, eigentlich schon oft. Wenn jemand nicht schnell auf ihre E-Mail antwortet, machen sie sich Sorgen, ob sie etwas Falsches gesagt haben. Leider ja. Als Elternteil wäre es ihnen wichtig, dass ihr Kind freundlich wird als intelligent. Ja. Sie erlauben anderen Menschen nicht, ihre Taten zu beeinflussen. Keine Ahnung. Ihre Träume konzentrieren sich mehr auf die reale Welt und deren Ereignisse. Da habe ich nie nachgedacht. Kann sein. Ja, doch, eher schon. An einen neuen Arbeitsplatz machen sie schnell bei gesellschaftlichen Aktivitäten. Sie improvisieren lieber als sorgsam zu planen. Nein. Ihre Emotionen steuern sie mehr, als dass sie diese steuern. Sie gehen gerne zu gesellschaftlichen Veranstaltungen, bei denen man sich verkleidet oder Rollen... Eher ungern. Sie verbringen häufig Zeit damit, unrealistische und unpraktische Ideen zu überdenken, die jedoch faszinierend sind. Sie improvisieren lieber, als Zeit damit zu verbringen, Sie sind eine relativ ruhige... Stimmt absolut. Wenn sie ein Unternehmen hätten, würde es ihnen sehr spannend, loyale Mitarbeiter zu entlassen, die allerdings geringe... Ja. Sie machen sich oft Gedanken über den Grund der menschlichen Existenz. Ab und zu, ja. Nee, das ist ja besser. Logik ist normalerweise wichtiger als Herzbauchgefühl, wenn wichtige Entscheidungen anstehen. Mal so. Ihnen ist es wichtig, flexibel zu bleiben, als Aufgabenlisten zu haben, abzuarbeiten, ja. Und deswegen streame ich auch gerade. Nein, Spaß, ich habe die letzten Tage nicht gestreamt über Internetprobleme. Ja, wenn die nicht wären, hätte ich gestreamt. Ich habe mir mittlerweile so eine App runtergeladen. Ja. Und die App ist super. Ich halte mich auch daran. Das ist nämlich super. Wenn ihr Freund, Freundin über etwas Trauriges ist, dann bieten sie wahrscheinlich eher emotionale Anstrengungen, als dass sie die Möglichkeit zur Überlegung aufstehen. Tatsächlich, wenn ihr Probleme vorschlagen.
Sie fühlen sich selten unsicher, ab und zu schon. Sie haben keine Probleme damit, einen persönlichen Zeitplan festzulegen und sich daran zu halten. Ja. Recht zu haben ist bei der Teamarbeit wichtiger als kooperativ zu sein. Nee. Sie sind der Ansicht, dass alle Meinungen respektiert werden sollten, und zwar unabhängig davon, ob diese von Fakten gestützt werden oder nicht. Sie haben mehr Energie, nachdem sie Zeit mit einer Gruppe von... Nein. Sie verlegen regelmäßig ihre Sachen. Das bin sowas von ich. Sie stufen sich selbst als emotional sehr stabil ein. Nein. Ihr Kopf ist stets voller unerforschter Ideen und Pläne. Tatsächlich, ja. Sie würden sich selbst nicht als Träumer-Träumerin bezeichnen. Nee. Es fällt ihnen gewöhnlich schwer, sich zu entspannen, wenn sie vor vielen Menschen sprechen. Ja. Ja, im Allgemeinen verlassen die sich eher auf ihre Entfaltung als auf ihre Vorstellungskraft. Hm. Nee, ich mach eher... Sie sorgen sich zu viel, was andere Leute denken. Ja, definitiv. In einem vollen Raum bleiben sie näher an der Wand und meiden die... Sie neigen dazu, Dinge aufzuschieben, bis nicht mehr genug Zeit bleibt, um alles zu erledigen. Sie sind sehr nervös in stressigen Situationen. Ja, sie glauben, dass es lohnenswerter ist, von anderen gemocht zu werden, als einflussreich zu sein. Ja, auf jeden Fall. Sie haben sich schon immer für unkonventionelle und mehrdeutige Dinge interessiert, zum Beispiel was Bücher, Kunst oder Filme angeht. In gesellschaftlichen Situationen ergreifen sie oft die Initiative. Okay, Ergebnisse. Einführung. Menschen von Persönlichkeitstyp des Advokaten sind sehr selten und machen weniger als 1% der Bevölkerung. Trotzdem hinterlassen sie auf Gewalt ihre Spuren. Idealismus und Ethik sind ihnen angeboten, aber sie unterscheiden sich von anderen idealistischen Persönlichkeitstypen. Durch ihre Entschlossenheit und Zielstrebigkeit, Advokaten sind keine untätigen Träume, sondern unternehmen konkrete Schritte, um ihre Ziele zu verwirklichen und eine nachhaltige, positive Wirkung zu erzielen. Advokaten sehen ihren Lebenszweck darin, anderen zu helfen. Boah. Menschen mit diesem Persönlichkeitstyp finden sich oft bei Rettungseinsätzen und in der Wohltätigkeitsarbeit, aber ihre eigentliche Leidenschaft besteht darin, Probleme an der Wurzel zu packen, damit die Notwendigkeit der Rettung von Menschen gar nicht erst auftritt. Hm. Hilf mir, dir zu helfen. Oh, ist ein langer Text. Okay. Leben, um einen anderen Tag zu kämpfen. Gut. Ah, okay. Cool. Stärken und Schwächen. Oh, das ist ein langer Text, aber... Hilf mir die Zeit, aber kannst du in einer einzigen Kommission vermerkt man, obwohl sie sich behutsam und ruhig ausdrücken, haben sie entschiedene Meinung und kämpfen unermüdlich für ihre Überzeugung. Advokaten sind entschlossen und willensstark, aber setzen diese Energie selten für persönlichen Gewinn ein. Sie handeln mit Kreativität, Fantasie, Überzeugung und Sensibilität. Nicht für den eigenen Vorteil, sondern für die Herrschung von Ausgewohnheit. Advokaten empfinden Egalitarismus und Karma als attraktive Ideen und tendieren zu der Überzeugung, dass nichts der Welt besser helfen könnte, als durch Liebe und Mitgefühl die Herzen von Tyrannen zu erweichen. Jeder Mensch muss entscheiden, ob er sich ins Licht... Okay. Advokaten finden es leicht, Kontakt mit anderen zu knüpfen und haben ein Talent für emotionale, sensible Kommunikation. Sie beziehen in ihre Kommunikation den emotionalen Faktor mit ein, statt sich nur auf Logik und Fakten zu beschränken. Advokaten werden von ihren Freunden und Kollegen zu Recht als relativ soziale Persönlichkeiten eingeschätzt. Man soll aber bedenken, dass Advokaten Zeit für sich selber brauchen, um sich zu entspannen und ihre Energie wieder aufzuladen. Man sollte deshalb nicht zu sehr erschrecken, wenn Advokaten sich plötzlich zurückziehen. Advokaten respektieren die Gefühle anderer und sie warten, dass dieser Respekt erwidert wird. Manchmal bedeutet das, ihnen für ein paar Tage den nötigen Freiraum zu gewähren. Oh ja. Leben, um einen anderen Tag zu kämpfen. Advokaten sollen sich daran erinnern, dass sie auf sich selbst Acht geben müssen. Durch Leidenschaft ihrer Überzeugung könnten sie eine Belastungsgrenze erreichen. Und wenn ihr Eifer außer Kontrolle gerät, könnte dies zu Erschöpfung, Krankheit oder Stress führen. Und das erklärt einiges. Dies wird besonders deutlich, wenn sich Advokaten Konflikten und Kritik ausgesetzt sehen. Ihre Sensibilität bewegt sie dazu, diesen scheinbar persönlichen Angriff nach Möglichkeit auszuweichen.
Wenn jedoch der Konflikt unvermeidlich ist, tendieren sie dazu, sich in sehr irrationaler und wenig konstruktiver Weise zur Wehr zu setzen. Das ist sowas von wahr. Für Advokaten ist die Welt ein Ort voller Ungerechtigkeit, aber das muss sie nicht sein. Kein anderer Persönlichkeitstyp ist besser dafür geeignet, eine Bewegung zu erschaffen, die Unrecht beseitigt, egal wie groß oder klein es sein mag. Advokaten sollten sich daran erinnern, sich auch noch um sich selbst zu sorgen, während sie sich um die Welt kümmern. Okay. Dann schauen wir mal. Stärken und Schwächen der Advokaten. Kreativ. Einfühlsam. Okay. Inspirierend und überzeugend. Okay. Bestimmt. Was? Entschlossen und leidenschaftlich. Altrussisch. Nude Schwächen. Sensibel. Extrem zurückgezogen. Oh ja, das bin ich sowas von. Perfektionist. Das stimmt. Brauchen immer eine Mission. Oh ja. Oh ja. Anfällig für Burnout. Oh, shit. Romantische Beziehung. Okay, was... Wenn es um romantische Beziehungen geht, nehmen Advokaten den Prozess der Partnerwahl ernst. Menschen mit dem Persönlichkeitstyp Advokat suchen in ihrer Beziehung nicht nach unverbindlichen Begegnungen, sondern nach Tiefe und Sinn. Advokate nehmen sich die nötige Zeit, bis sie jemanden gefunden haben, mit dem sie eine echte Verbindung haben. Wenn sie diese Person gefunden haben, sind ihre Beziehungen auf einem Niveau von Tiefe und Aufrichtigkeit, von dem die meisten Menschen nur träumen können. Es kann allerdings für potenzielle Partner manchmal eine Herausforderung sein, zu diesem Punkt zu gelangen, besonders wenn sie ungeduldig sind, da Advokaten oft Perfektionisten und sehr wählerisch sind. Ja, ich bin ziemlich geduldig. Menschen mit diesem Persönlichkeitstyp lassen sich nicht leicht zu etwas überreden, das sie nicht wollen. Wenn jemand das nicht erkennt, ist es unwahrscheinlich, dass der Advokat das verzeiht, besonders in der Anfangsphase einer Beziehung. Wenn ein Partner gar versucht, auf Manipulation oder Lügen zurückzugreifen, ist es noch schlimmer, weil Advokaten das sofort durchschauen. Wenn es in einer Beziehung etwas gibt, wofür sie nur eine geringe Toleranz haben, dann ist es ein Mangel an Authentizität. Ist es echt? Advokaten setzen alles daran, diejenigen Menschen zu finden, die ihren Wunsch nach Authentizität teilen und vermeiden solche, die das nicht tun. Insbesondere bei der Partnersuche. Davon abgesehen haben Menschen mit dem Persönlichkeitstyp Advokat oft den Vorteil, dass sie sehr beliebt sind. Bin ich beliebt? Keine Ahnung. Sie sind warmherzig, freundlich, fürsorglich und einfühlsam, durchschauen Fassaden und ignorieren das Naheliegende, um die wahren Gedanken und Gefühle anderer zu verstehen. Nur Dinge, die gerade am wichtigsten sind, gehört der Aufbau echter tiefer Verbindung zu den Menschen, die ihnen wichtig sind. Advokatpersönlichkeiten sind in ihrer Beziehung voller Enthusiasmus. Hinter ihrer Spontanität steckt eine gewisse Weisheit, die es ihnen ermöglicht, ihre Partner immer wieder auf positive Weise zu überraschen. Dieser Persönlichkeitstyp scheut sich nicht, seine Liebe zu zeigen und empfiehlt sie bedingungslos. Advokaten bringen eine Tiefe in ihre Beziehung, die sich mit herkömmlichen Begriffen kaum beschreiben lässt. Beziehungen mit Advokaten sind nichts für Menschen, die etwas Unverbindliches oder Oberflächliches suchen. Wenn es um Intimität geht, suchen Advokaten nach einer Verbindung, die über das rein Körperliche hinausgeht. Sie bevorzugen die emotionale und sogar spirituelle Verbindung, die sich mit ihren Partnern haben. Menschen mit diesem Persönlichkeitstyp sind leidenschaftliche Partner. Advokaten sehen Intimität als eine Chance, ihre Liebe auszudrücken und ihren Partner glücklich zu machen. Sie lieben es nicht nur in einer Beziehung zu sein, sondern auch, was es bedeutet, mit Geist, Körper und Seele mit einer anderen Person eins zu werden. Oh, Karriere, das ist interessant. Man sollte lieber scheitern, während man nach etwas Wunderbaren, Herausforderungen, Abenteuerchen und Ungewissheiten sucht, als zu sagen. Jo. Advokaten stellen häufig fest, dass die meisten beruflichen Laufbahnen und Unternehmen nicht zu ihnen passen. Oh, das erklärt so einiges. Und sich eher für Leute eignen, die sich auf ihren Status und ihren materiellen Gewinn konzentrieren. Menschen mit dieser Persönlichkeit sind jedoch durchaus in der Lage, in nahezu jedem Bereich eine für sie passende Arbeit zu finden. Tatsächlich dürfen sich Advokaten mit dem gegenteiligen Problem konfrontiert sehen. Viele tun sich schwer, schon früh eine Berufslaufbahn einzuschlagen, weil sie 10 ganz unterschiedliche Wege vor sich sehen, von denen jeder seinen eigenen Reiz hat. Das kann verlockend, aber auch schmerzhaft sein. Wer sich nur für einen Weg entscheidet, lässt so viele andere Möglichkeiten ungenutzt. Oh ja, das stimmt. Wahrheit, Schönheit, Absicht. Advokatpersönlichkeiten müssen in ihrer Arbeit einen Sinn finden und wollen wissen, dass sie Menschen helfen und eine Verbindung zu ihnen herstellen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Advokat zum Beispiel als Ferrari-Verkäufer arbeitet, ist sehr gering. Ja. Ihr Wunsch zu helfen und Verbindungen zu knüpfen macht Karrieren und Gesundheitswissen, insbesondere die eher ganzheitlichen Varianten wie Advokaten, sehr befriedigende Rollen als Berater, Psychologen, Ärzte, Lebensberater und spiritueller Führer sind als attraktive Perspektiven. Die Bedürfnisse von Advokaten sind jedoch nicht auf den Sinn der Arbeit beschränkt. Jede produktive Arbeit kann sinnvoll sein, weil jede produktive Arbeit irgendwo jemandem hilft. Hm. Zum Beispiel mache ich eventuell gerade jemanden glücklich. Was ich zwar nicht glaube, aber vielleicht. In 10 Jahren oder so. Advokat-Persönlichkeiten wünschen sich auch Kreativität. Oh ja, sie bemühen sich, ihre Einsicht zu nutzen, um Ereignisse und Situationen miteinander zu verbinden, um so echte Veränderungen im Leben anderer zu schaffen. Wachstum und Passion. Diese Bedürfnisse sind in einem betrieblichen Umfeld, in dem man Advokaten gezwungen sind, neben ihren eigenen auch die Richtlinien anderer zu managen, nur schwer zu sagen erfüllen. Deshalb ist es für Menschen mit dem Persönlichkeitstyp Advokat besser, in der Führungsposition zu arbeiten, wart. Oder ihre Unabhängigkeit zu finden. Oh ja. Selbstständig machen, das ist in gewisser Weise auch mein Ziel. Wenn Sie sich für den Weg der Selbstständigkeit entscheiden, konzentrieren Sie sich darauf, bei allem, was Sie tun, Ihre persönliche Note, Ihre Kreativ- und Ihren Altruismus einzusetzen. Für Advokat-Persönlichkeiten kann das die befriedigendste Option sein. Wenn Sie aus den allzu bescheidenen, unterstützenden und nicht wettbewerbsorientierten Rollen heraustreten, zu denen Sie sich oft hingezogen fühlen, können Sie in Positionen wechseln, in denen Sie wachsen und etwas bewegen können. Advokaten verfolgen oft Karrieren, in denen sie sich ausdrücken können, wie zum Beispiel das Schreiben. Sie kommunizieren effektiv und viele beliebte Blogs, Artikel und Drehbücher werden von Advokaten verfasst. Oh. Weitere denkbare Optionen sind Musik, Fotografie, Design, Kunst und sie alle können tiefere Themen. Ja, ja. Advokaten tun sich schwer in einer Arbeit, bei der persönliche Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden, der eintönig ist oder die Konflikte fördert. Jobs mit diesen Eigenschaften führen dazu, dass Advokatpersönlichkeiten frustriert und unerfüllt bleiben. Sie können auch mit der Kritik und dem Druck zu kämpfen haben, die mit Jobs in der Unternehmenspolitik oder im Verkauf verknüpft sind. Advokatpersönlichkeiten sind clever und können in jedem dieser Bereiche erfolgreich sein. Ja, ich habe ziemlich Altschmerzen gerade. Egal. Advokatenpersönlichkeiten sind clever und können jeden dieser Fachgebiete erfolgreich sein. Um jedoch wirklich glücklich zu sein, müssen sie in der Lage sein, auf eine solche Weise zu arbeiten, dass sie in Einklang mit ihren Werten stehen und sie eine gewisse Unabhängigkeit haben. Sie brauchen Gelegenheiten an der Seite der Menschen, denen sie helfen zu lernen und zu wachsen und auf persönlicher Ebene zum Wohlergehen der Menschheit beizutragen. Gewohnheiten am Arbeitsplatz. Advokaten haben recht hohe Ansprüche, wenn es um ein zufriedenstellendes Arbeitsumfeld geht. Menschen mit diesem Persönlichkeitstyp müssen nicht nur in der Lage sein, ihre Kreativ- und Einsicht zum Ausdruck zu bringen, sie müssen auch wissen, dass das, was sie tun, einen Sinn hat. Oh ja. Ja, sie hat gerade für mich einen Sinn. Sie müssen wissen, dass ihre Arbeit dem Menschen hilft und ihr persönliches Wachstum fördert. Ihre Arbeit muss mit ihren Werten, Prinzipien und Überzeugung voll und ganz im Einklang stehen. Das ist sowas von wahr. Der beste Weg für Advokat-Persönlichkeiten, dies zu erreichen, besteht oft darin, sich überhaupt nicht den Regeln anderer unterwerfen zu müssen. Stattdessen sollten sie danach streben, ihr eigener Chef zu sein, und zwar weder über noch unter irgendjemanden anderen, sondern nur im direkten Kontakt mit den Menschen und Ideen, die ihnen wichtig sind. Abgesehen davon sind Advokaten eine kluge und inspirierende Gruppe. Mit ein paar der richtigen Voraussetzungen kann fast jede Position für sie geeignet sein. Oh. Gut, ja. Gut, als Kollegen ist es interessant. Es ist als Vorgesetzter, okay. Fazit. Das ist das, was ich haben will. Letztendlich, kaum ein Persönlichkeitstyp ist so leidenschaftlich und geheimnisvoll wie Advokaten. Deine Fantasie und deine Einfühlsvermögen machen dich als jemand mit diesem Persönlichkeitstyp zu einem Menschen, seine Integrität und tief verankerten Prinzipien schätzt. Allerdings bist du im Gegensatz zu vielen anderen idealistischen Typen auch in der Lage, diese Ideale in Pläne umzusetzen und zu verwirklichen. Und doch können Advokaten in Bereichen, in denen ihr Idealismus und ihre Entschlossenheit eher eine Bürde als ein Vorteil sind, leicht ins Straucheln geraten.
In vielen Lebensbereichen wirst du manchmal vor Herausforderungen gestellt, die dich sogar dazu bringen können, dich selbst in Frage zu stellen und daran zu zweifeln, wer du wirklich bist. Oh. Aber du dich in zwischenmenschlichen Konflikten zurechtfinden musst, dich in ungemessene Tatsachen stellen solltest, Selbstverwirklichung anstrebst oder nach einer Karriere suchst, die gut deinen Wesenskern passt. Solche Herausforderungen können zu innerer Frustration führen. Hm. Was du bisher gelesen hast, ist nur eine kleine Einführung und weniger als ein paar Prozent von dem, was ja, das ist ziemlich zutreffend. So, es ist kein Trick, du hast dich falsch angehört, weil du es warst. Ja, und nein, wir haben dir nicht nachspuriert, sondern wir haben Jahre mit aus. Okay, immerhin. Gut. Das ist das, was ich zu schätzen, dass ihr mich nicht ausspioniert habt. Premium-Profil? Nee. Dafür muss ich bestimmt jetzt was bezahlen. So, das ist Englisch. Ich habe keine Lust, jetzt alles zu übersetzen. So, ich habe keine Lust, das zu übersetzen. Also, deswegen war es auch vor dem heutigen Stream. Wir sehen uns dann beim nächsten Stream wieder. Bis dann und ciao.